Ein rätselhaftes Verschwinden. In diesem Fall gab es viele Ungereimtheiten. Es war also durchaus möglich, dass Mr. Harper etwas zugestoßen war. Ein sonderbarer Tatort. Nichts war, wie es anfangs schien. Manchmal sind die Sachen, die an einem Tatort fehlen, wichtiger als die, die wir finden. Kann die Profilerin der Polizei helfen, den Fall aufzuklären? Covington in Georgia scheint kein Ort zu sein, an dem man um sein Leben fürchten muss. Doch eines Tages erhält die Polizei einen beunruhigenden Anruf. Ein Mann wird vermisst und seine Frau befürchtet, dass er Opfer eines Verbrechens wurde. Eine Mrs. Harper rief uns an und sagte, dass sie zur Arbeit gegangen sei und bei ihrer Rückkehr ihr Mann verschwunden gewesen sei. Der 52-Jährige ist an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen. Seine Brieftasche und Schlüssel sind noch im Haus. Vor Ort sammelte ich einige wichtige Informationen. Zunächst einmal eine Personenbeschreibung und den Zeitpunkt des Verschwindens. Ich sah mich in der Gegend um. Doch es gibt keine Spur von Harper. Detective Danny Smith soll William Watterson vor Ort unterstützen. Danny, was up? This is what we got. Yes, sir? If you have a person. Mrs. Harper berichtet, dass ihr Mann Leslie sich im Bad rasierte, als sie das Haus verließ. Das war das letzte Mal, dass ihr Mann gesehen wurde? Genau. Den ganzen Tag versuchte sie, ihn zu erreichen. Am Abend bekam sie Angst. Sie weiß, dass er gerne im Wald spazieren geht. Also suchte sie ihn dort, doch ohne Erfolg. Da bekam sie es mit der Angst zu tun und alarmierte uns. Seine Brieftasche und die Schlüssel sind noch im Haus? Ja. Und er ist spurlos verschwunden. Die Polizei durchsucht den Wald hinter dem Haus der Harpers. Wir hatten sogar einen Hund dabei, aber wir fanden keine Spur. Ein Mann ist spurlos verschwunden und die Ermittler haben keine einzige Spur. Doch ein Notruf, der einige Tage später eingeht, hat zur Folge, dass der Vermisstenfall der Mordkommission übergeben wird. 911, worum geht's? Ein Bauer hat eine Leiche gefunden, nicht weit vom Wohnort der Harpers. Wir schicken gleich jemanden. Die Beamten fahren zum Fundort der Leiche. Vor Ort fanden die Kollegen eine Leiche. Ein weißer Mann. Er war nackt und es gab Spuren von Verwesung. Die Ermittler glauben, es könnte die Leiche von Leslie Wayne Harper sein. Detective Smith sieht sich den Fundort genau an. Die Kleidung wurde in einem Halbkreis um die Leiche verteilt. Die Ermittler fragen sich, ob sie es mit einem Ritualmord zu tun haben. Aber sie brauchen mehr Anhaltspunkte. Wir durchkämmten das Gebiet rund um den Leichenfundort. Wir suchten nach der Tatwaffe oder irgendwelchen Spuren, die uns helfen würden, die Todesursache zu klären. Doch die Suche ist erfolglos. Es gibt keine Tatwaffe, keine verwertbaren Spuren und keinerlei Hinweise auf die Identität des Täters.